Hallo liebe GamePro-Leser und herzlich willkommen zu den News. Auch in dieser Ausgabe zeigen wir euch wieder bewegte Bilder aus allen spielbaren Vorabversionen, die uns in letzter Zeit erreicht haben. Als erstes zeigen wir euch die PS2-Fassung von Sonic Riders aus dem Hause Sega. In diesem Rennspiel treten Sonic und seine Freunde auf ihren Airboards zu einer Grand Prix-Serie an. Denn niemand anders als Dr. Eggman hat einen seltenen Edelstein als Preis ausgerufen, auf den die Boarder natürlich allesamt scharf sind. Sonic Riders ist ein sehr actionlastiges Rennspiel, bei dem ihr weite Sprünge bestehen müsst, über Spiralen grindet und natürlich goldene Ringe einsammelt. Sonic Riders erscheint im März 2006 für die PS2, die Xbox und den Cube. In Mark Echoes Getting Up spielt ihr einen jungen Sprayer namens Train, der sich in der Graffiti-Szene von New Radio City einen Namen machen möchte. Doch die Straßen der fiktiven US-Metropole sind ein raues Pflaster. Train muss sich beim Kampf um die besten Plätze ständig mit den Fäusten gegen andere Sprayer zur Wehr setzen. Hat er eine freie Wand gefunden, dann zückt Train die Dose und ihr müsst mit dem linken Analogstick euer Kunstwerk vollenden. Doch dabei bleibt es nicht. Train legt sich im späteren Verlauf des Spiels mit der CCK an, einer Organisation, die in der Stadt für Recht und Ordnung sorgt und Graffiti strengstens verbietet. Da es neben Kämpfen und den Sprüheinlagen auch viele Kletterpassagen gibt, sollte für Abwechslung gesorgt sein. Ihr seht gerade die PS2-Fassung, das Spiel erscheint im Februar, außerdem noch für die Xbox. Beim nächsten Spiel habe ich gemerkt, wie lange es schon her ist, dass ich eine Folge der Turtles gesehen habe. Ich erinnere mich noch an Shredder und seine Jungs, von den Triceratons habe ich dagegen noch nie etwas gehört. Diese Alienrasse ist es nämlich, die in Turtles 3 damit droht, die Heimat der Viererbande in Schutt und Asche zu legen. Um das zu verhindern, ziehen die Jungs um Leonardo in den Kampf und vermöbeln Aliens am Fließband. Die Kröten sammeln nach erfolgreichen Prügeleien Erfahrungspunkte, die er dann in neue Fähigkeiten und Attacken investiert. Natürlich könnt ihr Turtles 3 auch zu viert spielen. Dann ist Teamwork gefragt, da die gemeinsamen Kombo-Angriffe wesentlich mehr Schaden anrichten als Solo-Attacken. Damit alles zur Comic-Vorlage passt, wird das Spiel im Cell-Shading-Look präsentiert. Turtles 3 erscheint im ersten Quartal 2006 für die PS2, die Xbox und den Cube. Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf die Xbox-Fassung von FIFA Street 2. Die Fortsetzung des arcade-lastigen Fußballtitels spielt sich ähnlich wie der Vorgänger, bietet aber einige sinnvolle Neuerungen. Wenn ein gegnerischer Spieler einen Trick einleitet, dann könnt ihr ihn diesmal dabei stören, wenn er schnell genug den rechten Analogstick bewegt. Die neue Kameraperspektive, bei der sich das Geschehen von unten nach oben abspielt, soll zur besseren Übersicht beitragen. Natürlich haben die Entwickler die Trickpalette der Kicker aufgestockt, sodass es jede Menge neue spektakuläre Einlagen gibt. Im Karrieremodus des Spiels baut ihr eine Mannschaft auf, indem ihr Preisgelder bei Turnieren abräumt und damit neue Spieler lockt. Natürlich gibt es alle wichtigen Originalspieler wie Ronaldinho, Rooney oder Lukas Podolski. FIFA Street 2 erscheint im Februar 2006 für die PS2, die Xbox sowie den Cube. So, das war's mit den News. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem Rest der DVD und wir hören uns im nächsten Monat.